Das Makeover, nachdem niemand gefragt hat. Eliza Pancakes. Wird mit Custom-Content und anderen Schweinereien verziert. Genau. Und ich gebe Kommentare dazu ab. Ja. Also das ist ihr normales Outfit. Das ist voll cute und flowery. Oh mein Gott, das war meine Mikrowelle. I'm so sorry. Und ich habe sie zu einer Septum-Sister gemacht, because Septum, I mean girl, und die Glasses, you know, she likes books and stuff and fanfictions. Okay, I don't know shit about her. Okay, ja, das ist ihr bland as hell, was ist das, Sportoutfit? Ups, Abendoutfit habe ich jetzt irgendwie verpasst. Ach, das geht aber auch schnell hier, ne? Ja, schöne Schüchchen, ne? Ja, kommen die Panties, auch sehr spannend auf jeden Fall. Alles so ein bisschen hier Pinky, Pinky McPink. Ja, sehr tolle Farbauswahl auf jeden Fall. Das hier Party-Outfit, da habe ich hier glaube ich so ein Blazer-Ding gegeben, genau. Much cute, we approve. Mhm, darker Eyeshadow, okay, come through Make-up. Yes. Ein paar Creepers dazu. Tja, das Schwimmoutfit. Ich mach grad Tacos nebenbei in der Mikrowelle warm. Don't worry about the microwave noises. ja, das ist hier, was ist das, Sommeroutfit oder so? Als ob es Sommer in den Sims gibt, als ob ich dieses Erweiterungspack habe, sehe ich so aus. Ich glaube nicht. Naja, hier ein bisschen poppigen Eyeliner. Yes. Und poppige Sonnenbrille. Yes, please. Desperate Housewives. Huh. Und hier noch den Cold Cozy Slumber. It's Fall Season Sweater. Und paar Shoes, of course. Never forget about those. Oh man, dieses Voiceover ist ja intellektuell. Und jetzt komm. Ach nee. Was? Ah, ich habe den Pullover geändert. Okay, gut. Ja. Und einen cuten Schal aus diesem Harry Potter Fan-Pack. Ich verlinke auch den ganzen Custom-Content auch noch in der Videobeschreibung, falls jemand Interesse hat. Und das ist die Zusammenfassung. Wow, will you look at that? Girl, she's one hot townie. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hier ist die Endcard. Woohoo!